So, da bin ich wieder. Hier stehen wir direkt an der Schlossmauer. Schmale Häuser, das wurde hier neu gedeckt. Und da wird frisch renoviert. Was ist eigentlich das für ein Haus? Die wird sogar noch gearbeitet am Sonntag. Und das Haus sieht ja putzig aus. So, das ist die Kirche von außen. Oh, da haben sie überall Gitter drin. Entweder wegen den Vögeln oder wegen irgendwelche Randalierer, die irgendwelche die Fensterscheiben einschlagen. Sieht zwar nicht schön aus, aber erfüllt, denke ich mal, ihren Zweck. Selbst hier aus Frankreich kommen die her. Ja, da, französisches Fahrzeug. Oder Nummernschild eher. Den bin ich gefahren. Das war mein erstes Auto. Also wenn es hier einmal brennt, dann brennt es aber richtig. Ja, so wird schon heute gar nicht mehr gebaut. Ja, guck mal, wie eng das ist. Okay, gehen wir weiter. Ich werde jetzt mal weniger kommentieren, sondern einfach nur die Bilder sprechen lassen. Da oben ist noch eine Möbelschreinerei. Ganz alte.
Siehst du, man hat viel mehr Möglichkeiten, wenn man läuft. Man kommt überall rein. Ja, man kommt überall rein. Ja, das ist quasi der alte Kern von Marburg. So, wollen wir mal lang Richtung Schloss. Ja, Richtung Schloss geht es die Treppe hoch. Weil das will ich auch noch euch zeigen. Da geht es wieder runter. In die Innenstadt. Und es geht wieder steil hoch. Meine Güte. Boah. Ich muss mehr Sport treiben hier. Obwohl ich gar nicht so dick bin, aber man schleppt hier trotzdem seine Last hier hoch. Ja. Gehört alles noch vom Schloss. Boden. Da werden jetzt auch Bilder gemacht. Die Philipps-Universität. Hier wird aber viel restauriert wieder. Ey, die Stadt muss sich ja ein bisschen zeigen, ein bisschen präsentieren. Ja. Damit die Touristen auch kommen. Guck mal, da ist noch ein ganz altes Gebäude. Ja, diese Gebäude haben noch ihren Charme. Das sieht man ja quasi an der Außenfassade. Irgendein Künstler verewigt. Sag mal, was das sein? Ach, das ist eine Schnecke oder was soll das sein? Sieht merkwürdig aus, passt irgendwie nicht hier. Und es geht wieder hoch. Kein Winterdienst. Ich denke mal, oben wird ganz schön viel los sein. Es ist ja heute Tag der offenen Tür und ich war ja noch nie hier oben, auch nicht im Schloss. Ich glaube die Tür, ob es die früher mal gegeben hat im Mittelalter, also die Tür ist sowieso nicht, aber dieser Eingang. Es wird sogar beleuchtet. Ach, sieht schön aus in der Nacht. So, würde ich mal sagen, dann mach ich eine Aufnahmepause und wir sehen uns oben wieder. Okay, dann tschüss.